Ja, also hier durchgetauscht. Interessanterweise finde ich, ja, vielleicht haben sich die Dragons von ihm ein bisschen mehr Playmaking erhofft. Gute Defense. Oh, hey. Step. Mit dem Stepback-Dreier. Und der geht! Das ist nicht zu vergessen. Time out Karlsruhe. Das, was im ersten Spiel nicht gefallen ist, das fällt jetzt rein. Und Schwächen. Trainer sind auch gefragt, welchen Mann kannst du dir gegen spielen lassen. Und wir werden sehen. Karacic von draußen und der geht jetzt mal, genau das ist, was es jetzt auch braucht. Vielleicht über Kevin, vielleicht über Kone. Aber wenn du jetzt hier auch beobachtest. Oh, Kone, das ist mal eine starke Aktion. Schöne Bewegung von ihm. Karacic. Und was für eine Aktion von John Rettor! Und das gibt das technische Foul. Aber das wird er. Das stimmt ja. Ist natürlich sein viertes, was ein bisschen eng ist, aber was für eine Hammeraktion von Raton. Und wieder die gute Aktion von den Dragons. Und wieder ist es Raton. Steht in der Zone alleine. Da ist er wieder. Und der Lied hat er von Raton. Was ist hier los? Die Dragons sehen hier die Halle. Schwindelig, ich glaube, anders kann man das nicht beschreiben. 30 mit dem letzten Wurf im dritten Viertel. 34 Punkte Führung. Möller nochmal. Bitte! Buzzer Peter! Let's go! Und da sieht man, wie das Team hier gerade auf Marvin Möller zugeht. Nein, das tut er nicht. Das war ja frech von Döding. Aber Tom Döding ist auch genau der Spieler. Dann holt er sich auf der anderen Seite, dass er gewonnen hat. Die Dragons mit einem phänomenalen Sieg gleichen die Serie hier zu Hause aus. Es spielen sich mindestens ein weiteres Spiel, aber wenn sie so weiterspielen, dann ist es hier auf jeden Fall eine sehr, sehr ausgeglichene Serie. Ja.